Herzlich willkommen zur ersten Folge Hund, Katze, Pferd. Wir lieben alle Tiere. Mein Name ist Christine Zirnsack und das hier, das ist mein treuer Begleiter, mein Tierschutzhund Theo. Zahlreiche Studien, die haben ja bereits belegt, dass Tiere eine wirklich positive Wirkung auf den Menschen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir zukünftig ihnen eine komplette Sendung widmen. Und wir starten mit, man kann sich das schon denken, dem treuesten Begleiter des Menschen, mit dem Hund. Und daher sind wir heute zu Gast im Tierheim in der Süderstraße und wir nehmen euch natürlich ein bisschen mit. Seit 1841 setzt sich der Hamburger Tierschutzverein für Hunde, Katzen und andere Vierbeiner ein. Tierpflegerin Nala Abdulghani dürfen wir heute bei ihrer Arbeit begleiten. Seit 4 Jahren gehört sie zum festen Team hier an der Süderstraße. Erster Punkt auf dem Tagesplan, Bo für einen Spaziergang vorbereiten. Ich werde ihn jetzt anleihen, packe ihm erstmal einen Maulkorb drauf. Das ist einer der Hunde, die hier immer nur mit Maulkorb Gassi gehen. Und dann übergeben wir ihm den ehrenamtlichen Markus. Momentan sind auf dem Gelände 154 Hunde untergebracht. Nala, es ist richtig schön, bei euch heute mal im Tierheim in der Süderstraße zu sein. Du bist ja Tierpflegerin jetzt seit 4 Jahren schon hier. Warum hast du dich denn für den Beruf überhaupt entschieden? Ich hatte schon von klein auf an immer Haustiere und auch so mit 11 Jahren meinen ersten Hund und wusste einfach, dass es dann irgendwann in die berufliche Bahn gehen soll und dass ich mich mit Tieren beschäftigen möchte. Wir gucken dir gleich noch ein bisschen über die Schulter. Wie sehen deine Aufgaben so aus? Wie müsste ich mir deinen Alltag so vorstellen? Es ist sehr, sehr viel sauber machen. Viele Leute kommen ja ins Tierheim, wollen hier ehrenamtlich helfen und realisieren gar nicht, wie viel wir eigentlich hier den Hunden ja quasi hinterher räumen müssen. Natürlich füttern wir die Hunde auch und versuchen so viel wie möglich am frühen Vormittag und morgen fertig zu haben, damit wir uns nachmittags mit den Hunden auch persönlich beschäftigen können. Nicht jeder Hund passt in den Lebensstil von jedem Menschen, also sollte man schon ein bisschen drauf achten. Wie finde ich denn jetzt wirklich das Perfect Match für mich, also der Hund, der optimal zu mir passt? Ich finde, es gibt gar keinen Hund, der optimal zu einem passt. Man kann sich immer gegenseitig anpassen, zum Beispiel indem man sich einen Hund sucht, wo schon so die Eckdaten so ungefähr stimmen und man dann eine Hundeschule, einen Hundetrainer besucht oder sich vorab schon mal Gedanken macht, wie kriege ich das jetzt, dass wir beide zusammen den Alltag gemeistert kriegen. Deswegen finde ich, es kann mit jedem Hund irgendwie klappen. Man muss sich nur vorher klar sein, was ist das für ein Hund. Deswegen ist es wichtig, sich bei uns dann auch vielleicht schon vorab so ein paar Fragen in den Hinterkopf zu packen, die man so hat. Und wir beraten natürlich auch gerne, wenn es da irgendwie Probleme gibt. Nala, und es gibt einen ganz speziellen Hund. Du hast mir schon seinen Namen genannt. Er heißt nämlich Brezel. Und ich bin schon ganz gespannt auf Brezel. Denn Brezel wird besonders von dir trainiert, richtig? Das stimmt. Genau. Und ich würde sagen, wir gucken mal auf Brezel, was genau da los ist und wieso ihr so viel miteinander trainiert. Alles klar, machen wir. Super. Wir arbeiten jetzt zusammen seit 3 Monaten. Und zwar longieren wir zusammen. Einfach um zu gucken, was für ein Potenzial in Brezel steckt. Das ist jetzt nicht unbedingt als Vermittlungshilfe, sondern eher, dass Brezel ist schon lange hier. Und natürlich lebt er in einer sozialen Hundegruppe, aber der braucht ja auch noch Beschäftigung. Er ist jetzt auch kein Hund, den man zu jedem Gassi geben kann, da durch seine Größe, durch seine Kraft. Und deswegen muss er einfach auch anders beschäftigt werden. Und so sieht man halt auch, was in so einem Hund stecken kann, was natürlich auch wieder die Vermittlungschancen steigern kann. Jetzt haben wir Brezel rausgeholt und Brezel wartet auch schon auf das Training. Du hast jetzt hier einen kleinen Parcours aufgebaut. Was genau passiert denn jetzt hier? Also genau, ich habe hier diesen Kreis aufgebaut und quasi trainiere ich damit so, dass dieser Hund auf das achtet, was ich mache. Also ich schicke ihn quasi körpersprachlich und verbal um diesen Kreis rum. Er muss entweder irgendwo rüberspringen, sich irgendwo draufsetzen, sich irgendwo reinsetzen. Und damit lernt der Hund eigentlich, dass das, was ich sage, ihm irgendwie auch was bringt. Das heißt quasi, wenn er eine gute Runde beendet hat, kriegt er ein Leckerli, kriegt er ein Streicheleinheiten, kriegt er Kuscheln. Einfach, dass es was bringt, dass er, wenn ich ihm was sage, wenn er das macht, gibt es eine Belohnung. Wenn ich ihn irgendwie dann mal in schwierigen Situationen, keine Ahnung, er hat sich mit einem anderen Hund, irgendwie streiten die sich und ich muss ihn da rausrufen, dass er merkt, oh, Nala hat was gesagt, darauf höre ich jetzt. Weil das ist ja immer was Gutes, das ist ja immer was Positives. Und dass er einfach merkt, Orientierung am Menschen, das ist immer was Schönes und das lohnt sich halt einfach. Da passiert dann auch was Gutes. Genau. Brezel ist auf jeden Fall ja ein Hund, der einen erfahrenen Menschen an seiner Seite braucht. Aber trotzdem, Brezel kann, wenn Interessenten da sind, die zu ihm passen, vermittelt werden, korrekt? Das stimmt. Also man kann sich auch für Brezel bei euch melden? Ja, sehr gerne, wenn man sagt, man hat die Erfahrung, hat auch Lust mit einem, Gesundheit,
statusaggressiven und ressourcenaggressiven Hund zu arbeiten und den zu Hause zu haben. Das ist ganz wichtig, weil dieser Aggression wird man nicht wegkriegen. Man wird ihm sagen können, wir können damit daran arbeiten, wir können aber zusammen mitarbeiten. Das wird man aber nie aus seinem Charakter rausbekommen. Nach der heutigen Trainingseinheit kommt Brezel nun wieder ins Hundehaus. Im Auslauf wartet schon ein junger Bewohner auf uns. Nala, das ist jetzt Günni. Genau. Und Günni ist ein ziemlich verkuschelter Junghund. Wir haben gerade schon ein bisschen geschmust. Was kann man denn über Günni so sagen? Was ist das für ein Wesen vom Typ? Also wie man schon ein bisschen sieht, das ist irgendein Jagdhund-Mix bei ihm. Und er ist gerade klassisch ein Jahre alter Rüde. Der testet sich wahnsinnig viel aus. Das heißt, er braucht ein Zuhause mit Menschen, die ihm klare Grenzen aufzeigen können und einfach Lust haben, wirklich noch Erziehung in ihn reinzustecken. Da noch ein bisschen den Feinschliff zu geben. Jetzt ist er natürlich noch total im Rahmen, junger Hund, testet sich aus. Aber wenn das halt so weiter bleibt und immer wieder eher an Leute gerät, die das nicht ernst nehmen, dass er halt auch einen Jagdtrieb hat, da ein Jagdhund mit drin ist, dann kann das schon schlecht für ihn aussehen. Also ein unglaublich liebenswürdiger Hund, aber man muss ihn auch ein bisschen erziehen noch. Genau, also er findet halt manche Sachen auch so ein bisschen gruselig. Er sieht gerade einen anderen Hund, deswegen ist er jetzt gerade genau, so ein bisschen aufgeregt. Da muss man halt, wie gesagt, noch Erziehung mit reinstecken. Wenn jetzt ein Interesse besteht, einen der Hunde zu adoptieren, den man vielleicht jetzt bei uns in der Sendung gesehen hat oder auch auf eurer Homepage, wie kann man das am besten machen? Am besten eine E-Mail. Hey, darf ich auch reden? Am besten eine E-Mail schreiben. Mach mal Sitz. Komm, mach mal. Mach mal Sitz. So ist es. Am besten eine E-Mail schicken mit schon einem ausgefüllten Fragebogen, damit wir halt direkt einmal gucken können, was sind schon so die Eckdaten von den Leuten, um dann direkt einmal anrufen zu können und sagen, meistens rufen wir schon ein, zwei Tage später an und machen dann einen Termin aus. Oder, weil wir sagen, irgendwie klappt das doch mit diesem Hund nicht, schlagen wir auch gerne mal andere Hunde vor. Herr Günni, wir hoffen, dass du auch bald ein schönes Zuhause findest. Nala, vielen lieben Dank, dass wir heute bei euch sein durften. Ja, gerne. Und weiterhin ganz viel Erfolg bei der tollen Arbeit. Danke Dankeschön. Euch. Das Tierheim und vor allem die Hunde freuen sich auch über die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern. Ja, liebe Zuschauer, wenn man sich dann für den richtigen treuen Begleiter entschieden hat, dann ist es auch an der Zeit, sich um den Schutz zu kümmern für Hund und Halter. Mehr Informationen dazu haben unsere Experten der Uelzener Versicherung in unserer Rubrik Rundum gut geschützt. Präsentiert von den Uelzener Versicherungen. Mensch, Tier, wir. Felix Gallup ist mein Name. Ich bin mittlerweile 10 Jahre bei den Uelzener Versicherungen. Selber Tierhalter. Von daher habe ich hier, muss ich sagen, meinen Traumarbeitgeber gefunden und darf hier im Hause das Thema Produktmanagement, Produktentwicklung, Produktweiterentwicklung verantworten. In vielen Bundesländern wie Hamburg ist sie Pflicht, wenn man einen Vierbeiner halten möchte, die Hundehaftpflichtversicherung. Mit dieser können sich Hundehalter für den Ernstfall finanziell absichern. Die Haftpflichtversicherung ist aus unserer Sicht, und so beraten wir auch unsere Kunden, die Minimumabsicherung eines Hundehalters. In ihrer Funktion als Hundehalter haften sie für alle Schäden, die ihr Hund verursacht. Ob es der kleine Sachschaden ist, an dem Handy des Nachbarn oder doch dann der größere Personenschaden, sie stehen dafür ein, weil ein Hund kann nicht haftbar gemacht werden. Denn jagt der Hund etwa einer Katze auf einer Straße hinterher und verursacht einen Verkehrsunfall mit Personenschaden, kann es schnell teuer werden. Ich nehme jetzt mal einen Schadenfall, der ist noch gar nicht so lange her. Ein sehr, sehr artiger Hund, geht spazieren mit Härchen im Wald, an der Leine, alles vorschriftsmäßig. Ein Radfahrer kommt ihm entgegen. Auch dieser verhält sich vorschriftsmäßig, hält Abstand, fährt langsam. Aber genau in dem Moment, wo beide auf einer Höhe sind, macht der Hund eine kleine Bewegung. Der Radfahrer intuitiv weicht aus, leider Gottes den Abhang runter, musste mit dem Helikopter geborgen werden. 6 Monate Krankenhausaufenthalt, über 1 Jahr mit anschließender Reha konnte dieser nicht arbeiten. Das war ein Schadenfall, der hat uns als Versicherung, weil der Halter des Hundes hatte Gott sei Dank eine Haftpflichtversicherung, ungefähr 250.000 Euro gekostet. Haben Sie keine Haftpflichtversicherung, stehen Sie mit dem Privatvermögen da. Doch das Angebot ist groß. Wie findet man die passende Versicherung für sich? Also achten Sie wirklich unbedingt darauf, dass Sie eine entsprechend hohe Versicherungssumme abgesichert haben. Also wir raten in der Regel dazu mindestens 5 Millionen Euro, gerne auch mehr. Und dann geht es eher in die Details rein, ne? Wirklich darauf achten, dass die Versicherung im Ausland greift, dass sogenannte Forderungsausfalldeckungen mitversichert sind, heißt das im Zweifel, dass wenn Sie selber geschädigt wären, der andere Hundehalter keine Haftpflicht hat,
Ihre Haftpflicht selber auch Ihren eigenen Schaden zahlt. Und achten Sie darauf, dass keine versteckten Klauseln sind, dass wirklich alle Personenschäden, alle Vermögensschäden, alle Sachschäden, die Ihr Hund verursachen kann, am Ende auch versichert sind. Eine Hundehaftpflichtversicherung ist in vielen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben. Doch darüber hinaus kann man sich als Halter auch absichern. Der Hundehalterschutz, das ist einmal eine kleine Rechtsschutzversicherung für den Hundehalter. Wenn es zum Beispiel zu Streitigkeiten kommt, was sehr häufig der Fall ist, wenn sich zwei Hunde auf der Straße begegnen, sich beißen, daraus resultiert in der Regel ein Rechtsstreit. So, und da treten wir dann im Grunde als Rechtsschutzversicherer ein. Und das Zweite ist eine kleine Unfalldeckung. Das heißt, wenn Sie als Hundehalter im Krankenhaus sind, das muss jetzt nicht irgendwie ursächlich durch den Hund sein, das kann auch ein ganz normaler Unfall gewesen sein, dann gibt es ein sogenanntes Unfallhaus-Krankentagegeld, was Sie dann dafür nutzen können, um den Hund zu versorgen. Wenn es zum Beispiel kein anderes Familienmitglied gibt, dann können Sie es in ein Tierheim bringen und wir übernehmen entsprechend die Kosten. Hund ist nicht gleich Hund. Und so ist es auch bei den Versicherungen. Diese werden individuell an den Vierbeiner angepasst. Präsentiert von den Uelzener Versicherungen. Mensch, Tier, wir. Und neben dem Versicherungsschutz, da ist natürlich auch für das Zusammenleben mit dem neuen besten Freund die Kommunikation das A und O. Bei manchen, da klappt das sofort, bei anderen, da muss von außen noch ein bisschen nachgeholfen werden. Und da findet man Hilfe in der Hundeschule. Mein Name ist Matthias Behrens, alle nennen mich eigentlich Matze. Und ich bin Gründer und Inhaber der Hundeschule Niendogs. Wir befinden uns jetzt hier gerade auf dem Trainingsgelände von Niendogs. Erstmal ist es schon ganz wichtig, dass der Mensch erstmal kennenlernt, wie funktioniert denn mein Hund? Was denkt der? Wie fühlt der? Wie handelt der? Ja, damit er überhaupt ein Bild davon hat, wie funktioniert ein Hund. Ja, wenn er das nicht hat, dann kann er auch überhaupt nicht verstehen, was jetzt gerade in dem Hund vorgeht. Also kann er auch nicht dran arbeiten an dieser Kommunikation. Okay, Steffen, dann wollen wir jetzt mal starten mit der Leinführigkeitsübung. Dabei, ja, wichtig, wir brauchen die Orientierung des Hundes. An der Leinführigkeit arbeiten wir reinweg nur über die Orientierung. Das heißt, der Hund braucht eine Orientierung zum Menschen und keine Außenorientierung. Hat er eine Außenorientierung, wird das nicht funktionieren, weil der natürlich schnüffelt, der guckt so irgendwo hin, dann achtet er nicht auf seinen Menschen, wie schnell geht denn mein Mensch, und er läuft einfach vor. Was wir auf gar keinen Fall machen, dass wir irgendwas korrigieren, mit an der Leine reißen, irgendwie zwicken. Ja? Viele laborieren immer an irgendwelchen Techniken rum, mit Richtungswechsel stehen bleiben. Das ist eine Form der Korrektur. Die brauche ich aber nur, wenn der Hund keine Orientierung hat. Ja? Aber erstmal muss ich dem doch vermitteln, was er überhaupt können soll, was er zeigen soll. Das ist die Orientierung. Und dann kann ich den auch korrigieren. Dann kann ich auch einen Richtungswechsel machen, wenn er zu schnell wird. Ja? Weil er weiß, okay, ich habe die Orientierung gerade verloren. Aber das machen wir nicht mit an der Leine reißen, sondern wir laden ihn höflich ein, mit uns die Richtung zu wechseln, und so arbeiten wir partnerschaftlich miteinander. Für mich ist eher wirklich der Hauptpunkt, dass der Mensch wirklich lernt, seinen Hund zu verstehen, dass der wirklich versucht, daraus ein Team zu machen. Also ich versuche natürlich im Hintergrund, daraus ein Team zu bauen. Und das Wichtigste dabei natürlich auch, dass der Mensch Spaß hat, mit seinem Tier zu arbeiten. Ja, viele haben einfach das Gefühl, die sehen irgendwann mal ein fertiges Mensch-Hunde-Team und sagen, das stelle ich mir auch so vor, so möchte ich das auch haben. Aber dass das Ganze viel Arbeit bedeutet, da sind sie sich nicht drüber im Klaren. Und das ist halt das Wichtigste. Und das war es auch schon von der ersten Folge Hund, Katze, Pferd, wir lieben alle Tiere. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und falls ihr in Erwägung zieht, einen Hund zu adoptieren, dann wendet euch doch vertrauensvoll an unsere Tierheime. Tschüss und bis bald.